Da geht einem ja das Geimpfte auf. Die einen haben Angst und machen sich Sorgen, dass ihnen die Impfung schadet. Die anderen, die wollen möglichst schnell geimpft werden. Es gibt aber nicht genug Impfstoff. Herzlich willkommen bei ECO. Österreich ist im europäischen Vergleich ja im Mittelfeld, was die Impfrate betrifft. Aber ganz Europa ist ziemlich hinten nach, verglichen mit Ländern wie Großbritannien, Israel oder den USA. Dort geht es viel schneller mit dem Impfen. Dabei sind die Pharmaunternehmen, die die Impfstoffe entwickeln, zu einem großen Teil in Europa angesiedelt. Was läuft falsch in der europäischen Impfstrategie und wo bleibt der Impfstoff? Darüber haben Lisa Lind und Rosa Lyon mit Ökonomen, Expertinnen und Politikern gesprochen. Noch nie haben wir uns so auf eine Spritze gefreut. Endlich ist sie da, die Impfung. Unsere Fahrkarte raus aus der Pandemie. Nur leider gibt es da einen Haken. Denn im Moment ist die Impfung noch Mangelware. Zumindest hier in Europa. Wir haben unterschätzt die Schwierigkeiten, einen ganz neuen Impfstoff in eine Massenproduktion zu geben und die stabil auch zu haben. Vor lauter wie viel wird uns das kosten, ist uns ein bisschen der Blick aufs große Ganze verloren gegangen. Und das spüren wir jetzt alle. Das ist nicht mehr aufzuholen. Das Rennen ist verloren. Wir werden erleben, dass im Sommer die Briten auf Mallorca sind, voraussichtlich, und Urlaub machen und wir es nicht können. Anders hier. In den USA sind schon über 70 Millionen Menschen geimpft. Also mehr als 20% der Bevölkerung. Nur, wie machen die das? Die USA. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Frühjahr 2020. Während sich in Europa die Lockdowns häufen, startet der wahlkämpfende Donald Trump die Suche nach einem Impfstoff. Operation Warp Speed. Angelehnt an die Fluggeschwindigkeit des Raumschiffs Enterprise in Star Trek. Wir werden die Produktion beschleunigen, wie Sie es noch nie gesehen haben. Wer ist verantwortlich für die Operation Warp Speed? Wer dafür verantwortlich ist? Na, ich bin es. Ganz so stimmt das nicht. Denn die Operation Warp Speed hat zwei Captains. Moncef Slaoui ist Immunologe und Pharmamanager. Gus Perner ist hochdekorierter US-General und Logistikexperte. Bei ihnen laufen alle Fäden zusammen. In Europa ist das nicht so. Und das ist auch das Problem, sagen Kritiker. Das hat eben damit zu tun, dass hier sehr viele verschiedene Akteure beteiligt waren, die europäischen Institutionen, die Mitgliedstaaten. Und es wird ja auch nicht transparent gemacht, welche Mitgliedstaaten sich zum Beispiel dafür eingesetzt haben, weniger zu zahlen und wie Verhandlungen verzögert wurden. Auch bei den Zulassungsverfahren gab es Probleme. Also es gab eine ganze Reihe von Fehlern. Und wir müssen wohl sehen, dass wir unsere Institutionen, unsere Entscheidungsstrukturen in der EU so sind, dass es am Ende niemanden gibt, der verantwortlich ist für derartige Fehlschläge. Die politische Verantwortung schiebt man sich in Europa momentan gerne gegenseitig zu. Jüngstes Beispiel: Österreich hat weniger Dosen bestellt, als möglich gewesen wäre. Ein Problem der Europäischen Union oder doch ein hausgemachtes? Österreichs Bundeskanzler spricht von einem Basar und macht den Spitzenbeamten Clemens Martin Auer persönlich dafür verantwortlich. Auer musste als Österreichs Vertreter im EU-Impfgremium gehen. Über mehrere Monate hat es geheißen, alle Staaten bekommen pro rata population at the same time. Das bedeutet, pro Kopf alle Mitgliedstaaten gleich viel. Dass Gesundheitsbeamte in einem anderen Gremium unter Geheimhaltung dann anderes vereinbaren, das ist inakzeptabel. Darum hat der Gesundheitsminister auch in Österreich die Konsequenzen gezogen. Aber auf europäischer Ebene sind ja andere Staaten viel stärker betroffen als wir. Und da braucht es jetzt einen ordentlichen Mechanismus, der das korrigiert. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir zu wenig Impfstoff haben? Mit den Pharmaunternehmen wurde falsch umgegangen. In den Verhandlungen wurden falsche Prioritäten gesetzt. Während in der EU wochenlang über Preise gefeilscht wurde, waren Länder wie die USA, Großbritannien oder Israel sofort bereit, mehr zu bezahlen. In einer Pandemie geht es vor allem um Zeit, sagt uns Wirtschaftsnobelpreisträger Alvin Roth, den wir in den USA erreichen. Es ist unfassbar wertvoll, Impfstoff auch nur ein bisschen früher zu bekommen. Alles ist zugesperrt. Wenn wir die Wirtschaft einen Monat früher aufsperren könnten,
Die Zahlen sind sehr groß. Wir reden davon, Milliarden auszugeben, um Billionen zu sparen. The numbers are very big, but what we're talking about is spending billions of dollars to save trillions of dollars. Und das belegen auch die Zahlen. Eine Impfdosis kostet ca. 15 Euro. Pro Person benötigt man 2, also 30 Euro. Laut einer US-Studie bringt jede zusätzliche Impfung im Schnitt 1500 Euro an Wertschöpfung, weil dadurch Lockdowns schneller wieder aufgehoben werden könnten. Für Industrieländer wie Österreich ist dieser Wert sogar noch höher. Das heißt, auch wenn die EU für Impfstoffe mehr bezahlt hätte, wäre es für uns unterm Strich viel günstiger gewesen. Experten raten schon seit Monaten dazu, den Pharmakonzernen Prämien für jede schneller gelieferte Impfung zu zahlen. In der EU hat man die Herausforderungen offenbar unterschätzt. Zulieferketten, die global schwierig sind, Komponenten, die fehlen, wie zum Beispiel die Lipide, aber auch die Möglichkeit, einen stabilen, hohen Produktionsprozess innerhalb der Produktionsstätten zu haben, ist schwierig. Und hier mit den pharmazeutischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, ist die Aufgabe jetzt für die nächsten Monate, damit wir alle diese Schwierigkeiten aus dem Weg räumen und wirklich auch die Masse produzieren können, die notwendig ist. Anders als in Europa wurde in den USA nicht lange überlegt, sondern gleich Kriegsrecht angewandt. Im sprichwörtlichen Kampf gegen die Pandemie hat der Staat 18 Milliarden Dollar in die Pharmaindustrie gepumpt, die Unternehmen kontaktiert und gefragt, auch die Zuliefernden, was sie bräuchten, um rascher und mehr zu produzieren. Maschinen wurden über das Militär beschafft und Konkurrenzunternehmen zur Zusammenarbeit bewogen, notfalls auch mit Druck. Wir trauen uns nicht, wie etwa die USA, ein Land, das nun wirklich nicht im Verdacht steht, eine dirigistische Planwirtschaft zu sein, zu sagen, der Wettbewerber von Moderna oder BioNTech oder Pfizer, der jetzt zufällig diesen Bioreaktor hat, den man bräuchte, um noch mehr Impfstoff in kürzerer Zeit herzustellen, den nimmt jetzt sich, da sagt jetzt der Staat, wir sagen, BioNTech darf jetzt diesen Bioreaktor benutzen, um zusätzlichen Impfstoff zu produzieren. Kundl in Tirol. Eine neue Impfstofffabrik in Österreich. Gerade erst wird sie fertig. Noch im Frühjahr soll hier Impfstoff produziert werden. Das freut den Landeshauptmann und die Wirtschaftsministerin, die medienwirksam das neue Werk besichtigen. Das Pharmaunternehmen Novartis wird hier den Covid-19-Impfstoff der Firma CureVac produzieren. Gefunden haben sich die beiden Unternehmen rein zufällig. In dem Fall war es so, dass die Firma CureVac sich ein europäisches Netzwerk an Produzenten aufgebaut hat und auf Industriepartner zugegangen ist. Parallel dazu sind wir aber auch noch von der Bill Gates Foundation angesprochen worden, ob wir Kapazitäten hätten bzw. Technologien hätten, die es erlauben würden, Impfstoff hier in Kundl in Tirol zu produzieren. Die private Bill Gates Foundation versucht, die Impfstoffproduktion weltweit anzukurbeln. Und die hat in Kundl angefragt. Die EU-Kommission nicht. Das Problem gibt es aber schon länger. Denn um die Kosten in den Gesundheitssystemen zu senken, hätten viele Staaten in Europa in den vergangenen Jahren immer weniger für Medikamente bezahlt, meint die Juristin im Fachgebiet Pharma. Das hat aber auch immer Konsequenzen. Je weniger die Unternehmen an Arzneimitteln verdienen können in Europa, und wie gesagt, sie sind ja auf gewinngerichtete Unternehmen, desto weniger werden die Produktionsstätten alle in Europa bleiben. Und das führt dazu, dass wir natürlich in Europa sehr wenige oder zu wenige Kapazitäten in der Produktion haben. Das Ergebnis? Hier im größten Impfzentrum Österreichs, im Wiener Austria Center, ist alles für den Ansturm vorbereitet. Nur der bleibt bisher aus. Nach einem Jahr Pandemie warten viele schon sehnsüchtig auf die Impfung. Jetzt soll es aber bald wirklich losgehen. Vor einer Woche wurde ein vierter Impfstoff in der EU zugelassen. Und die Liefermengen werden größer. Ist die Krise damit überstanden? Die nächste große Pleite wird sein, dass der Impfstoff dann irgendwann da ist, aber er auf Lager liegt, weil wir es nicht organisiert kriegen, das Ganze zu verimpfen. Das wäre sehr schlimm. Also daran müssen wir jetzt sehr intensiv arbeiten, an der Beschaffung und auch an der Organisation der Impfungen. Man muss die Hausärzte einbeziehen, man muss die betriebsärztlichen Dienste einbeziehen,
damit das organisatorisch klappt. Europa hat bisher mehr als 30 Millionen Impfdosen exportiert. Amerika und Großbritannien fahren hingegen bisher einen harten Null-Exportkurs. Nun droht die EU-Kommission, Europe First auszurufen. Gedroht wird also mit Exportstopp. In dieser Pandemie haben Staaten weltweit stark in die Privatwirtschaft eingegriffen. Sie mit Lockdowns abgedreht. Aufzudrehen jedoch, sprich alles daran zu setzen, mehr und rascher Impfstoff zu produzieren, darauf scheint man in Europa vergessen zu haben.